Aber es ist storytechnisch schnell eskaliert, oder? Fuck! Scheiße! Fuck! So schlimm ist es nicht. Wir stehen wie Idioten da. Verdammte Scheiße! Wrench, verdammt, beruhig dich mal. Das bringt nichts. Ja, du hast recht. Das bringt nichts. Marcus, hast du uns was zu sagen? Tja, Leute, um ehrlich zu sein, ich habe keinen wirklichen Plan. Aber ich habe eine Idee und keine Ahnung, ihr müsstet mir einfach vertrauen. Ja, du bist der neue Typ in der Gruppe. Natürlich vertrauen wir dir, blind. Jetzt geht's ab! Oh, toll gemacht! Fuck you. Ich weiß, in letzter Zeit lief es nicht so super. Ja, echt scheiße. Aber der ganze Scheiß gerade, das ist jetzt. Du hast uns eine Stimme gegeben. Wir haben uns mit den Großen angelegt und es ist echt geil gelaufen. Und wir haben uns nie dafür bedankt. Hey, warum redest du, als wär's vorbei? Ist es nicht? Ich bin noch dabei. Und du doch auch. Wir können die anderen auch überzeugen. Du bist raus? Die sind von den DedSec Channels. DedSec ist unwürdig. DedSec ist ein blöder Haufen Skiddies. Ihr habt uns Lügen und Scheiße erzählt. Hashtag Dead stinkt. Ja, und dann sind da eben ein paar Trolle. Wen interessieren die schon? Scheiße, Marcus! Hast du nicht aufgepasst? Mich interessieren die, Mann! Ich hab mir den Arsch aufgerissen, um uns Respekt zu verschaffen, lange bevor du aufgetaucht bist. Das ist meine Marke. Und jetzt ist sie total im Arsch. Dann hol sie da raus. Ich weiß nicht, ob ich's kann. Ah, yeah. Falls dir das irgendwie weiterhilft. Du bist zumindest nicht auf der Flucht. Ach, verdammt. Gibt's eigentlich ein Kopfgeld auf dich? Vielleicht kann ich ja doch noch was Ach, drehen. Bitte, du würdest mich doch ums Verrecken nicht kriegen. Oh, du sprichst mit einer Sprinterin, Bitch. Gehen wir. Ja, ich will mir ja nichts zeigen. Ja, ich auch nicht. Sind wir einfach auf ein Festival gegangen? Und wenn ich ihre Arsche mitten in die Wüste schleifen muss, um DedSec am Leben zu erhalten, dann werde ich es tun. DedSec ist zu weit gekommen, um jetzt aufzugeben. Okay. In Kürze beginnt die dritte Schwelter-Skelter-Jabberwock-Hacker-Challenge an der Skulptur in der Mitte. Zeigt uns, was ihr drauf habt. Die schwächeln also gerade alle. Willkommen beim Festival. Hier, ein Blumenflyer. Schon gut. Was hat Blum denn hiermit zu tun? Dushan Nemec sponsert das Event dieses Jahr persönlich. Blum stellt Transporte von und zur Wüste zur Verfügung. Klimatisierte Anhänger, VIP-Bungalows. Ach ja? Wo finde ich die denn? Also, die sind drüben im Exklusivcamp. Wir sind in der Wüste, Mann. Exklusiv gibt's hier nicht. Scheiß auf deinen Flyer, du solltest dich schämen. Komm schon, ich arbeite nicht mal für Blum. Schämen! Schäm dich, Sauhund. Schäm dich. Ach, guck mal hier, Mad Max. Zwei gehen rein. Einer kommt raus. Das ist kein fairer Kampf. Oh, ganz und gar nicht. Der Kleine da wird gleich so richtig vermöbelt. Aber das ist ja das Coole, oder nicht? Wir wollen sehen, wie der Kleine vermöbelt wird. Ja, ich meine, damit er wieder auf die Beine kommt und stärker wird, oder? Du willst daraus jetzt eine Metapher für DedSec machen, oder? Ich meine, wenn du mit DedSec weitermachen willst, bin ich dabei. Aber wenn du dein metaphorisches Geld auf den Spinner setzt, nein, der steht nicht wieder auf. Ja, unwahrscheinlich. Hey, machst du auch mit beim Wettkampf? Ja, bin dabei. Beim Hacker-Wettkampf nachher. Bei einem Festival wären viel mehr Leute unterwegs. Das ist auch genau die Sache, die ich bei Festivals manchmal hasse.
Leute in diesen Spandex-Suits. Willst du bitte was anziehen? Leider an Hepatitis C. So, mein Voodoo-Priester. Ich will die Leute in Schwung bringen, aber nicht ohne eine gute Tracklist. Der Scheiß hat kaum einen Puls. DJ Ratio. Nur Ratio. Als ich noch aufgetreten bin. Hey, wäre vielleicht wieder was. Was soll ich jetzt sonst machen? Mann, Detzek lebt noch. Das war nur ein Rückschlag. Wir kommen stärker wieder zurück. Du bist dir da immer so sicher. Ich weiß, aber ich habe immer recht. Moment. So, jetzt aber. Oh ja, gleich viel besser. Und der DJ kommt nicht mehr an seine Tools. Der Retter der Party. Hey, wenn du diese Typen genug geärgert hast, treffen wir uns in der Mitte. Detzek nimmt am Wettbewerb teil. Bin gleich da. Und als wenn auf so einem Festival ein Hacker-Event wäre. Ist der DJ sich wenigstens am Aufregen darüber, dass seine Tools jetzt gesperrt sind? Flügelanzugspringer. Dietrich Dave. Nö, er steht ja immer noch so und tut so, als wenn alles noch okay wäre. Und hier wird dann gehackt in der Mitte. Am großen Fisch. Oder was auch immer es ist. Oder Drachenkopf, Loch Nesskopf. Josh, wer ist deine Freundin? Oh, das ist Susan. Sie ist Grundschullehrerin aus Milwaukee. Sie ist 32 und fährt einen knallroten... Cool. Hey, wir treffen uns vor der Challenge an der großen Skulptur für ein Gruppenfoto. Sobald du bereit bist. Ich wollte dir nicht die Show vermasseln. Show? Wir machen keine Show. Ich habe Susan gerade erklärt, dass der Motor ihr auf jeden Fall absaufen wird, wenn das Mischverhältnis bei niedriger Geschwindigkeit zu stark ist. Bei einem Viertakter im Leerlauf geht das echt gar nicht. Ja, absolut. Okay. Na, dann sehen wir uns dort. Die hätte ich gar nicht erkannt, ey, in seinem Hipster, beziehungsweise Hipster-Kostüm, aber in seinem Rocker-Kostümchen. Tja, dann viel Spaß mit deiner Grundschullehrerin. Was machst du hier? Ach, du machst deine Kunst weiter. Da gab's eine Nebenmission eigentlich für. Lässt du dein Zeichen? Immer doch. Aber nicht Dead Sex. Passt irgendwie nicht. Weißt du? Komm schon. Für dich bin ich die Stimmung. Ich versuch Spaß zu haben. Ich auch. Also wir, das heißt Dead Sex, wir, werden bei dieser Hacker-Challenge mitmachen und gewinnen. Und die anderen sind einverstanden? Werden sie sein. Mein Lächeln überzeugt. Ja, das tut es tatsächlich. Siehst du? Kein Problem. Wir ziehen das durch. Alles kommt wieder in Ordnung. Du hast alles genau geplant, was? Nee, aber wenn ich dich wieder in Citara-Modus kriege, übernimmst du doch das Plan für mich. Verdammt, du bist gefährlich. Komm zur hässlichen Skulptur, wenn du bereit bist. Okay, wir sehen uns da. Wettbewerber, dies ist der letzte Aufruf für die Jabberwock Hacker Challenge. Letzter Aufruf, alle Teilnehmer bitte versammeln. Das sind wir. Letzte Teilnehmer okay, versammeln. Leute, wir. Auf für unser Gruppenbild. Nein, ein Selfie-Stick. Gemacht, ja? Immer. Okay, offenbar geht die Challenge los. Josh, sieh dir die Zahlen an und gib Antworten ein. Wrench, du kriegst den Jabberwock. Verkabeln und fertig machen. Ratio, du wirst dich um die Konkurrenz kümmern. Halt sie auf. Citara und ich werden dieses Ding hacken. Hacken wir es. That's it. Los geht's, Leute. Ich weiß noch gar nicht, was ich machen muss. Die Drohne ist da oben, wenn du sie brauchst. Ich hab's gleich. Ich bin drin. Okay, was ist das? Okay, eine Metal-Hand machen und voll reinhauen. Konzentration. Es gibt wohl einen Timer. Kannst du den hacken? Na klar. Bleib gefälligst stehen. Leg dich nicht mit Citara an.
Ach, der bewegt sich davon immer wieder. Fast geschafft, Marcus. Na los! Moment mal. Ach so, wir... Ja, alles klar. Den so, dann den auch hier so einstellen. Und ihn hier einstellen. So, jetzt müssen wir nur warten, dass er da oben richtig dreht und dann sind wir drin. Ja. Weil er eben Feuer fangen muss. Er kann nicht nicht Feuer fangen. Seht ihr? Das ist so abgefahren. Der Jabberwock mit Augen aus Feuer. Ich bin George. Sitara. Ich bin Marcus. Wer bist du? Ich bin Ray. Ja. Ich hätte noch was mehr auflegen. Hey, wollt ihr euch was reinziehen? Kommt mit, 2 Gramm Hirnfuck vom Allerfeinsten. Ist das Johnny Depp? Sieht ein bisschen aus wie von Fluch der Karibik. Leute, ich gehe dann jetzt mal offline. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Oh, Horatio, alles gut, Mann? Das Wort gut hat keine Bedeutung mehr. Okay, ist klar. Hatte ich erwähnt, dass die kleinen Freunde hier... erst in Acid gebadet haben? Josh? Ist okay, die nutzen Halluzinogene in klinischen Studien für... Aspies. Aspies. Josh ist voll drauf. Okay, suchen wir dir was Hübsches zum Anstarren. Okay. Mann. Du bist nicht Ray. Du bist Ray Raymond Kenny Ray. Ich hab noch deine alten Hacker-Scenes, Mann. Ich weiß noch, wie ich Wardriver gelesen und mit dem Fahrrad rumgerast bin. Mit Rucksackantenne. Shit, ich hatte sogar dein altes Rootkit, Mann. Fragst du? Ja, scheiße, ja. Tja, ich dachte, ihr wärt... alle nur Skiddy-Penner. Korrigier mich, wenn's nicht stimmt, aber... deine Crew scheint mir echt ein chaotischer Haufen zu sein. Bist du der Anführer? Da ist ein Einhorn. Nein, Mann, so funktioniert das nicht. DedSec hat eine Regel. Keine Privatarmee, keine Anführer. Tja, nur zur Info. Ich hab gesehen, wie du sie geführt hast. Nein, Mann, das ist alles, wogegen wir kämpfen. Das System zu Hause ist komplett für den Arsch. Und all die Kids da draußen im Sand werden genau die gleichen Sprüche klopfen. Leere Worte, Bro. Leere Worte. Okay. Vor ein paar Jahren hat mich dieses kranke System als kriminelles Risiko eingestuft. Mich für Scheiß beschuldigt, den ich nicht getan habe, weil es wahrscheinlich war. Und jetzt, mit CTOS, ist es überall. Ich meine, ich sehe es überall. Sogar den unterschwelligen Scheiß. Oh... ich sehe dich doppelt. Ja, wir haben eine Tendenz, das zu tun. Was du unterschwellig nennst, das ist Bellwether, Marcus. Du hast ein scharfes Auge. Aber unterschwellig heißt passiv. Das Bellwether-Programm, das kontrolliert. Wie ein Orwell Huxley-Doppelschlag. Profiling. Medienmanipulation. Insidergeschäfte, Konsumwahn, angetrieben von prädiktiven Algorithmen. Und jetzt ergreift es Besitz vom Herzen von Silicon Valley. Und jemand bei Blue benutzt CTOS und füttert es mit Daten.
du rekrutierst. Ich hab Lust. Echt Lust, Blume einen ordentlichen Tritt in die Kronjuwelen zu verpassen. Ich kann euch bei euren Aktionen helfen. Helft mir, den echten Jabberwock zu erlegen. Komm mit mir, Marcus. Dein Ernst, Alter? Oh, shit. Marcus, wach endlich auf, weg hier! Was, Mann? Ich hab die Nacht im Zelt neben einer Lady verbracht, die sehr nackt und sehr tätowiert war. Und schändlich. Nein, du kapierst nicht, Mann! Das war so eine Sons of Ragnarok-Braut. Ich hab... Wir müssen weg, Mann, scheiße! Vamos, los! Los, komm! Die Sons kommen auf! Los jetzt! Was ist mit unserem eigentlichen Team? Arbeiten wir jetzt mit dem zusammen? Mit Ray, oder... Ja. Du hast gesagt, ihr hättet es verkackt? Wie schlimm ist es? Tja, wir sind alle in Gefahr, weil mein Name auf der schwarzen Liste steht. Die Leute werden nur die Punkte verbinden. Wo zur Hölle sind denn alle? Ist das alles? Das reicht doch. Wir reden hier von Blum. Hey, und du redest hier mit Blums Staatsfeind Nummer 1, Junge. Ja, die Schweine sind schon seit Jahren hinter mir her. Wenn du willst, kann ich dich aus dem System löschen. Gib mir ein paar Stunden. Einfach so? Tja, vielleicht brauche ich erst eine Ziege als Opfer für mein geheimes Ritual. Aber ja, einfach so. Da bist du ja. Wir suchen dich schon den ganzen Morgen. Es gibt beim Swelterskelter anscheinend kein Fundbüro. Draußen in der Wüste gilt eher das Prinzip, wer es findet, darf es behalten. Was zum Teufel macht der denn hier? Ja, Marcus, warum lädst du Fremde in unser Haus ein? Hey, es ist einfach passiert, okay? Wir sind vor diesen Bikern abgehauen und... Ja. Wisst ihr was? Ist doch scheißegal. Es ist cool. Oh, er ist cool. Das ist gut. Denn normalerweise entscheiden wir sowas als Gruppe. Ich weiß. Mein Fehler. Aber ihr kennt Ray doch schon, oder? Leute, darf ich vorstellen? Raymond Kenny. Das ist Raymond Kenny? Ich dachte, du wärst... sauberer. Ja, das höre ich öfter. Darf ich dich drücken? Ja, nur für 2 Sekunden. Das passiert mir auch öfter. Können wir ihn nicht behalten als unseren hauseigenen Hacker? Ja, wir können seine Hilfe gebrauchen. Aber er kann hierbleiben, oder? Er sollte hierbleiben. Okay, gut. Aber wenn er einem von uns dumm kommt, zerquetsche ich seine Nüsse wie reife Trauben. Nachricht angekommen. Schicke Mütze. Schicke Maske. Du bist cool. Willst du ein Bier? Ja, da sage ich nicht nein. Gerne auch 2. Ja, gib dem Mann auch gleich Hardware, ja? Er zeigt uns ein paar Zaubertricks. Einfach top die Charaktere. So, hat er mich jetzt eigentlich aus dem System wieder gelöscht? Wahrscheinlich, ich werde mich ja jetzt wieder frei bewegen können. Und wir kriegen Research Points. Warum sehe ich da oben einen neuen Hack? Das hatten wir doch schon gehackt. Boah, 16 Forschungspunkte verfügbar. Was haben wir denn hier? Achso, um Verfolger auszuschalten. Unser Botnet verstärken. Autos lösen keinen Alarm mehr aus. Wichtig, glaube, das war es erstmal mit den Investitionen wieder. Hey, Kleiner, bereit, die Welt zu verändern? Ich hab was für dich.